auf meinem Kanal. Ich gehe heute ein bisschen raus, ich mache eine Tagestour und der Ansatz, den ich hier verfolge, ist quasi der. Kennt ihr noch die alten Zeiten des Themas Bushcraft? Also die vor 5 Jahren, wo ich auch, oder 6 Jahren, wo ich angefangen habe mit meinem YouTube-Kanal, so eine ewige Zeit her. Und ja, wo es halt noch Benjamin Klausner gab und Frankendrecking. Das war schon eine krasse Zeit. Viele kennen wahrscheinlich Frankendrecking zum Beispiel gar nicht mehr. Benjamin Klausner mit Sicherheit, definitiv. Er macht halt jetzt sein Ding, ein anderes Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es könnte, würde ich auch gerne auswandern oder irgend sowas. Respekt davor. Ich finde das nicht negativ. Und ja, jedenfalls der ganze Anlass. Ich habe mir auch letztens wieder so alte Benjamin Klausner Sachen angeschaut. Da fühle ich mich gleich nostalgisch veranlagt oder wieder in die Nostalgie zurückversetzt. Und dazu hatte ich auch Lust. Ich möchte heute mal so das machen, was ich vor vielen Jahren sehr oft gemacht habe, auch auf YouTube dann eben mitgefilmt. Das war dieses tägliche Rausgehen, also nicht jeden Tag, aber so oft ich ging halt, so also nachmittags einfach raus und vielleicht einen Kaffee nur machen, unterm Tarp sitzen, schlechtes Wetter genießen und was essen und so weiter. Klar, die Ausrüstung war damals schwerer. Und ja, das war halt so ein Hype, ne? Vielleicht erinnert ihr euch, der ein oder andere, mit diesem Miltec-Zeugs und so. Ich muss nur ein bisschen um den Brams da rumlatschen, das ist echt jetzt scheiße. Dieses Miltec-Zeug, das günstige, oder das Bascha, man hat das Army Shelter Sheet, hat man rumgeschleppt mit 1,1 Kilo, glaube ich, waren das für ein 2x3 Tarp und so weiter. Das war schon krass. Ja, ich bin heute auch ein bisschen schwerer unterwegs, allerdings mit einer moderneren Ausrüstung. Ich hatte damals den Miltec Assault Pack, der ist auch noch funktionsfähig, aber mir ist der zu unbequem, muss ich ganz ehrlich sagen, sonst hätte ich vielleicht sogar den heute mitgenommen. So, oh, vielleicht mache ich es auch mal wieder. Einfach nur, um dieses alte Gefühl nochmal zu bekommen, wie es damals eben war. Geile Zeit. Naja, genau. Also wenn ihr dabei bleiben wollt, bleibt einfach dran. Ich habe mich richtig in Schale geworfen für euch. Ich habe meine alten Sachen an, die ich früher regelmäßig anhatte. Es ist ein bisschen ergänzt. Die Handschuhe gibt es nicht mehr, die sind kaputt. Und der Rucksack von Miltec, der Assault Pack, ist tatsächlich noch da. Die Bundeswehr-Isomatte und natürlich die Elefantenhaut existieren noch. So gute Sachen gebe ich auch nicht her. Das hier, das ist die Jacke von der österreichischen Bundesheer. Wer, ich habe das immer schon gehasst zu sagen. Diese Jacke ist jedenfalls ziemlich schön, sehr eng geschnitten, passt mir jetzt auch wieder, seit ich abgenommen habe und finde die nach wie vor klasse, würde die auch nie hergeben, weil die doch relativ schwer zu kriegen ist bei uns hier in der Gegend. Drunter habe ich die Bundeswehr Winterbekleidung, Unterziehkleidung, habe ich auch aufgehoben. Weil die ja doch ziemlich gut ist, außer man schwitzt, dann friert man ziemlich, weil das Zeug ist halt dann einfach tratschnass. Aber so, jetzt hier für den Augenblick
sehr angenehm zu tragen. Alles habe ich gebraucht gekauft, bis auf die Hose hier. Das ist eine Arbeitshose, die habe ich aus dem Baumarkt damals genommen. Die Schuhe sind jetzt anders. Ja, die Mütze ist auch noch original, wie zu alten Zeiten. Nur ein bisschen mehr mitgenommen. Das Bascha habe ich noch original. Und das hier war so mein Trink-Koch-Set. Mehr hatte ich nicht. Also es war wirklich nur der Tatonka Händelmack und die Nalgene 1,5 Liter Trinkflasche. Dazu gab es dann noch die kleine Buschbox aus Edelstahl und dazu ein Drangia. Ein Drangia nehme ich heute wieder sehr gern her. Die Buschbox in Edelstahl ist mir leider verloren gegangen. Ich glaube, die habe ich in einem Rucksack gelassen, den ich mal verkauft habe. Blöd gelaufen. Tja, genau. Ach so. Hier vorne hatte ich dann immer drin das Light My Fire Mora, auch ein sehr gutes Messer, nutze ich heute noch. Und die Lidl Klappsäge, die nutze ich heute nicht mehr wirklich. Die Kinder nehmen die gerne her, da kann man auch nichts kaputt machen, da ist auch nichts kaputt zu gehen, bis auf das Sägeblatt. Ja, so war das halt damals. Dieses Outfit hatte ich im Winter so ziemlich an. Ja, ist schon Wahnsinn hier, das Gewicht von dem 2x3 Meter Tarp, aber natürlich Robustheit ohne Ende. Ich habe damals sogar noch den Packsack dazu bekommen. Das Wüstentarn und es war mir ziemlich schnurz. Ich war sowieso meistens irgendwie draußen im Winter. Naja, und da hat mir mal einer gesagt, ist ja cool, das sieht wenigstens ein bisschen nach Wintertarn aus. Naja, ich finde es jetzt nicht so. Ist ja auch Wüstentarn, aber was soll's, für einen Zehner habe ich da nicht geschaut, ob das jetzt grün ist oder lila oder blau. In dem Fall war es halt Wüstentarn. So. Ich habe ein bisschen was zum Vorlesen dabei. Und zwar haben mir zwei Kommentare auf meinem letzten Video, wo die 5000 Abonnenten waren, sehr gut gefallen. Und darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Und zwar ging es ja um die Nostalgie. Und da hat der Ralf Ralfsson, ich versuche das hier mal einigermaßen vorzulesen. Ja, also der Ralf Ralfsson, den gibt es auch heute noch auf seinem Kanal. Schaut's mal rein. Ja, also ich versuche das jetzt mal hier zuvor zu lesen. Das wichtigste Element von damals war das Gefühl der Gemeinschaft. Ist ja auch heute noch so. Also das Gefühl der Gemeinschaft existiert nach wie vor. Ich kann mich selber da nicht beklagen mit meiner Buschkraftgruppe und so weiter. Wir haben eine super Gemeinschaft. Treffen uns ja auch regelmäßig zum BC-Treffen und so weiter, auch außerhalb. Von dem her ist das sehr gut. Vielleicht ist das eher so auf die Gemeinschaft der Foren wieder gespiegelt, wobei ich da nichts sagen kann dazu. Ich bin schon lange nicht mehr in irgendwelchen Foren aktiv, die interessieren mich nicht. Da wurde ja sowieso auch immer gemeckert, wenn man irgendwas postet und sowas brauche ich nicht, das langweilt. Und deswegen bin ich da schon seit ein paar Jahren gar nicht mehr aktiv. So, das Gefühl der Gemeinschaft, ja. Und dass sich austauschen, ergänzen, inspirieren, entdecken, voneinander lernen gehe, sehr interessant, spielte damals im Gegensatz zu heute eher eine untergeordnete Rolle. Ja, sehe ich eigentlich auch so, aber lesen wir mal weiter. Im Gegenteil, je mehr man selber hergestellt hat oder alte Dinge benutzt hat, desto cooler war das in meiner Wahrnehmung. Das ist korrekt. Also es gibt auch Gott sei Dank heute noch viele Kanäle, die alte Sachen benutzen oder neue Sachen zerstören und auf alt trimmen. Wenn du zuschaust, weißt du, wen ich meine. Grüß dich. Ja, also von dem her, das stimmt schon. Also man hatte eben damals einfach gebrauchte Sachen gekauft und die hat man halt benutzt bis zum Abwinken. Das war halt eben wie hier mit dieser Ausrüstung. Das hatte ich gehabt, das hatte ich angezogen, wenn ich rausgegangen bin. Ich denke da zurück an den selbstgenähten Brotbeutel, das gebimmte Opinel-Messer, wie es von zum Beispiel Survival Mike oder den selber gesuchten und vor Ort geschnitzten Axtstiel vom Volker Franken-Trekking. Da haben wir wieder den alten Franken-Trekking, auf den ich ja, oder über den ich schon gesprochen hatte, über den ich ja quasi zum Buschkraften auf Benjamin Klausner und so weiter gekommen bin. Damals ging es in meiner Erinnerung weniger um höher, schneller, weiter, Edge, besser, sondern um, ich zeige euch mal, was ich mit meinem Krempel so anstelle oder mache. Die Kommentare damals waren in meiner Wahrnehmung eher geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und Achtung und wirklich konstruktiver Kritik. Du, ich sehe das etwas anders, weil ich die und die Erfahrung gemacht habe. Aber wenn du das nicht so gemacht hast, freue ich mich auch für dich. Okay. Ich finde, es ist aber heute auch noch so. Es kommt immer auf den Kanal drauf an, vermutlich, und die Leute, die das anschauen.
Klar, ich lese mal weiter. Anstatt, was zum Teufel machst du da? Stimmt schon, viele schreiben das auch. Oder man kann da viele Videos anschauen, wo die Kommentare so ist, was machst du da mit dem Scheiß oder so oder was auch immer. Aber diese unehrliche Lobhudelei, ach, ich finde das so wunderschön, was du da zeigst, ich mach das auch so, hab einen schönen Tag. Daumen runter werden damals oder wurden damals bei mir sogar begründet und nicht einfach so herrlich bequem anonym gedrückt. Das Runter-Daumen-Thema hatten wir sehr oft schon hier. Stimmt auch definitiv, die Anonymität verleitet einen oft, da eins reinzuwürgen, der freut sich dann, ja, freut sich wie ein Schnitzel oder wie ein Hähnchen, das gerade geschlachtet wurde und bleibt anonym. Scheiß drauf, ist mir mittlerweile ziemlich egal, Daumen runter oder hoch, das wird beides gleich gewertet bei YouTube, interessiert mich ein Teufel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und blöde Kommentare, die damit nichts zu tun haben, werden sowieso gelöscht und der User wird auch gesperrt. Aber er hat recht, das ist definitiv heute mehr und mehr geworden, hat sich alles verändert. Irgendwann aber hat die Ausrüsterlobby die geschenkten Taschenlampen, Messern und Co. die ganze Szene gekapert und aus dem damals, ich gehe mit meinem Krempel und selbstgemachten, gepimpten Sachen in den Wald und zeige euch, wie wohl ich mich dort fühle, wurde. Ich habe was Neues und zeige euch das vor der Waldkulisse und sag euch, wie geil das neue Zeug ist und wo ihr das kaufen könnt. Richtig. Aber da gibt es Unterschiede. Also ich sehe das schon auch so, aber nicht ganz. Denn ich zeige ja auch gerne Sachen, mache ein Review darüber. Ich selber schaue, wenn ich mir was Neues kaufen will, erstmal durch YouTube und versuche da ein Review zu finden, bevor ich mich dazu Kaufentscheidungen überwinden kann. Also von dem her ist es eine ganz tolle Sache. Klar, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der macht das halt dann nur. Und ganz klar, wenn man ein Review macht, wo man den Artikel erst vor ein paar Tagen bekommen hat, das ist halt unglaubwürdig für die meisten, denn es fehlt die Langzeiterfahrung. Deswegen würde ich sagen, oder macht es bei mir so auf dem Kanal, es ist kein Review dann, sondern ich stelle das erstmal als Erstvorstellung vor, ich zeige euch das, ich baue es dann auf oder benutze das und später gibt es dann nochmal einen Langzeitbericht darüber. Also ja, es gibt halt bestimmt Leute, die sich damit bereichern und das macht natürlich auch die Szene im gewissen Sinne schon auch etwas kaputt. Aber nach wie vor brauchen wir auch solche Leute, wo man das einfach mal sieht, wie das ausgepackt ausschaut und so weiter und so fort. Von dem her ist es eine zweischneidige Klinge, zweischneidiges Schwert, Pro und Contra, ja. Also beide Seiten sehe ich da als wichtig und kann aber auch den Ralf verstehen. Er schreibt dann noch abschließend, dass die Zeiten sich ändern, der Komfortlevel für einen sich auch ändert. Das ist definitiv so, hat sich bei mir auch vieles geändert und es ist alles gut so, wie es ist. Also von dem her, der Kommentar hier ist sehr gut, finde ich. Der ist auch nicht negativ ausgelegt. Im Gegenteil, ich finde ihn interessant und man kann mal drüber nachdenken, was denn Bushcraft eigentlich damals gewesen ist. Hat er recht, es ist einfach dieses selbstgemachte Zeugs mit rausnehmen, zeigen, wie man damit umgeht, was man alles machen kann. Benjamin hat es ja unglaublich schön gezeigt mit seinen einfachen Ausrüstungsgegenständen. Ähnlich bin ich heute auch angezogen. Und ja, ist einfach toll. Toll gewesen damals. Ich habe noch einen Kommentar, den möchte ich hier auch noch eingehen. Das ist vom Alex. Also die Kommentare könnt ihr bei mir auf dem letzten Video alle nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Der Alex schreibt hier, das waren Zeiten, da hatte Vanessa Blank ihr erstes Kind noch im Bauch und ist mit Andy aufgetreten. Jetzt hat sie einen eigenen großen Kanal auf ihre eigene Masche. Da sieht man, wie die Zeiten sich verändern. An dieser Stelle möchte ich einen Appell aussprechen an alle YouTuber zum Thema Bushcraft, die sich die Mühe machen und versuchen, ihre Eindrücke an uns weiterzuleiten, die sie erleben können und teilweise zum Nachmachen anregen. Jetzt kommt es zur Diskussion. Was ist ein Bushcrafter, so wie es heute heißt? Der Name ist bei mir so bei circa 10 Jahren angekommen durch YouTube. Wir haben rausgehen gesagt. Ja, Bushcraften ist meiner Meinung nach einfach Camping mit anderem Gerödel. Also Camping verbunden mit Survival Skills und einfachere Ausrüstung. Also wenn man jetzt natürlich ein Zelt dabei hat, das ist reines Camping und nicht Bushcraften. In dem Moment, wo man sich vielleicht ein Dreibein hinstellt, das mit Paracord zusammenwickelt und gesägt hat, ist es dann wieder Bushcraften. Da hatte ich ja damals mit dem Sepp Fischer auch drüber, wo ich ihn getroffen habe, diskutiert und er sagt das auch. Also sobald man sich dann eben wieder was schnitzt, einen Löffel oder so, dann ist es eben wieder ein bisschen Bushcraften.
Das soll man vielleicht nicht so ernst nehmen, aber letztendlich ist Bushcraften einfach rausgehen, sich was bauen und was schnitzen und so weiter, Feuerchen machen, vielleicht einen Tee kochen, Fichtennadeltee und kombiniert das Ganze mit Campingausrüstung, Survival Skills, ist für mich nach wie vor Bushcraften. Zum Thema Benjamin Klausner schreibt, er ist ein Mensch, der sehr große Ideen hatten und immerhin einer der ersten waren, die einen Online-Shop hatten. Er war einer der ersten, die einen versucht haben, das Draußensein schmackhaft zu machen. Er war meines Wissens der Erste, der regelmäßig, sprich jede Woche ein Video zum Samstag hochgeladen hat, bis Sacki kam. Wow, echt, stimmt. Also ich habe da brennend drauf gewartet, dass der Benjamin ein Video hochlädt. Ich konnte es teilweise gar nicht abwarten, da war mal eine Blockade drin, dann kam es erst 2 Wochen später oder so, das habe ich total fertig gemacht. Da habe ich richtig sehnsüchtig drauf gewartet. Und das stimmt, er hat es einen wirklich schmackhaft gemacht. Und wenn ich heute so ein Video anschaue, kriege ich direkt Lust rauszugehen, egal bei Wind und Wetter oder bei welchem Wetter das auch sein mag. Bis heute weiß jeder, wie Benjamin seine Videos begonnen hat. Das ist richtig. Und zwar war das ja so, wir kommen hier mitten aus der Natur. Es hat nicht jedem gefallen und er ist seinen eigenen Weg später gegangen. Nein, muss jeder wissen, wie er damit umgeht. Man muss da auch schon Respekt zeigen. Das ist jedem seine Sache. Der eine macht dies, der andere macht das. Er ist ja nicht ein Sklave von YouTube und auch kein Sklave von seinen Abonnenten. Er kann schließlich machen, was er will. Und die alten Videos existieren ja heute noch, die wahrscheinlich sehr viel geschaut werden, weil es einfach tolle Ideen beinhaltet, das Ganze. Ja, was schreibt er denn noch so zum Schluss hier? Kaffee Chaos Uwe, ja, war auch einer von den alten Leuten, ist leider sehr krank geworden. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich grüße dich. Ich weiß nicht, ob du das Video siehst. Michael Monti habe ich ja auch schon oft erwähnt. Und wir waren damals auch dick unterwegs und sehen uns Gott sei Dank heute noch auf unserem BC-Treffen. Der Michi hat einfach anderes zu tun. Er hat mit seiner Feuerwehr zu arbeiten und ist wirklich da so involviert, mit Pferd, Feuerwehr und Zeugs. Da hat er nicht mehr die Zeit und die Muße, draußen noch in den Wald zu gehen und da ein Video zu drehen, kann ich völlig nachvollziehen. Aber den könnt ihr dann bei mir wieder auf dem Kanal sehen, wenn das Bushcraft-Treffen 2020 im Winter ist. Freue mich schon drauf. Sehr schön. Er schreibt auch, dass sein Favorit quasi der Sepp Fischer ist, auf den er damals zum Thema Bushcraften gestoßen ist und er bis heute sich treu geblieben ist und sein Ding weiterhin macht und deswegen ihn also quasi unverändert heute noch auf seinem Kanal gibt, in Englisch so wie in Deutsch. Ja, das stimmt. Das war's soweit. Also da ist er sich wirklich treu geblieben und man kann auch wirklich richtig viel lernen beim Sepp. Natürlich ist es besser, wenn man ihn live trifft. Da kann man das alles ein bisschen ausprobieren. So, das waren meine 2 Favoritenkommentare von meinem letzten Video. Und die waren so lange, die wollte ich einfach hier nochmal schön vorlesen, weil die haben mir sehr gut gefallen. Ich sehe das auch nicht als negative Kritik für andere Kanäle, sondern eher so zum Nachdenken ein bisschen. Und die Zeiten verändern sich eben von damals auf heute. Und wenn es jemand schreibt, der schon so lange auch dabei ist, dann hat das Hand und Fuß. Das hat mir sehr gut gefallen. Nochmal Grüße an euch und vielen Dank für die tollen Kommentare. Und ihr könnt mir ja unten nochmal bei mir in die Kommentare wieder reinschreiben, was ihr davon haltet so. Und tja, dann springe ich wieder zu dem modernen Bernd. Auch neu, eine Unterlegmatte, viel kleiner und viel leichter vom Packmaß als eine Outdat. Sehr geil.
Silver Lake plane. Hier ist relativ dünn, ist aber Ripstop, sollte es zumindest sein. Und ja, es ist halt schon relativ stabil. Das wird sich zeigen mit der Zeit. Ist natürlich dünner als eine Outbutt oder eine Elefantenhaut. Eine Elefantenhaut ist somit die beste Unterlage, die ich kenne, aber die ist mir halt einfach zu schwer geworden mit der Zeit. Ja, und hier, das kann man auch als Tarp nehmen, hat so Schlaufen dran. Das Ding, das kann man einfach in die Hosentasche packen. Das werde ich auch demnächst mal machen. Muss ja nicht immer im Rucksack alles sein. So, jetzt geht's zum Tarp. Krass viel Zeugs dabei heute, muss ich feststellen. Ja, hier in der kleinen Tasche ist tatsächlich das 3x3 Tarp drin. Das ist ja das AquaQuest. Also mega, wie man es komprimieren kann, das Ganze. Unglaublich. So, schönes halbes Tipi. Tarp habe ich aufgestellt. Das nimmt hier schon den ganzen kleinen Platz ein, brutalst. Und jetzt habe ich es nicht ganz so hoch gemacht. Ich habe da keinen Ast zur Verfügung. Leco mio, ist da viel Platz drunter. Krasse Sache. So, nochmal ganz kurz gezeigt. Ich habe ja die Thermarest Satellite damals gekauft, aber die ist mir einfach zu dick gewesen und für eine Tagestour reicht mir zum Sitzen auch so die Fläche. Drum habe ich genau 4 Rippen da abgetrennt mit einem Teppichmesser weggecuttet und das andere Stück, das lege ich dann gerne mal so beim Übernachten mit drunter. Ich brauche für die Beine keine zusätzliche Isolation und das langt mir dann von meiner Größe mit 1,83, 1,84 sowas. Eine ganz coole Geschichte und ja, wie gesagt, für so Tagestouren ist dann optimal, die kleine Variante mitzunehmen. Im Notfall, wenn es sein müsste, könnte ich auch beide Teile unter die aufblasbare Isomatte, die ich habe, legen und wieder zusammenfügen. Kann man machen, wie man will. Braucht man keine Angst dazu haben, dass man da irgendwas kaputt macht. Klar ist die kaputt jetzt im Prinzip, aber halt eben praktischer so zum Transportieren. Sogar den Swagman habe ich dabei. Die Handschuhe, das sind die Fingerlinge, die nehme ich im Winter gerne mit. Sehr praktisch und schön warm. Da, wo sie warm sein sollen, die Hände, das passt, dann kannst du auch damit ganz normal arbeiten und so. Ich mag die total gern. Die Fingerlinge übrigens, so wie auch diese Softshell-Jacke, das ist von Rodco, das ist eine Tactical-Jacke. Den Link habe ich ja unten drin in der Videobeschreibung. Diesmal funktioniert er auch. Das habe ich beim Ranger Jack in Amberg mitgenommen, weil wenn ich schon da bin, nehme ich auch gerne was mit. Ja, weil man sowieso nicht ohne raus kann. Das ist einfach so, wenn man das Zeug sieht, da ist man dann ganz hin und weg, möchte ich fast sagen. Kennt ihr das Tarnnetz noch aus alten Zeiten? Ja, Wahnsinn. Das habe ich wieder ausgekramt, das gefällt mir irgendwie. Das Schöne ist da dabei, das kannst du eigentlich als Handtuch benutzen und als Schal. Das funktioniert ausgezeichnet. Der wärmt auch richtig. Ist gleich rumgelegt und ja, ist richtig cool, gefällt mir. Und ja, man kann seinen Rucksack dann eben mal schnell abtarnen. Ich schmeiß das jetzt hier drüber, dann schaut das nicht so wüst aus mehr. Ja, den Drangia, den habe ich immer noch mal in der Tüte, weil der früher ist mir der ausgelaufen schon. Und deswegen habe ich den da in der Tüte mit drin, weil man ja den Rest dann mitnimmt. Tropft immer noch ein bisschen nach, aber ansonsten eine richtig gute Sache. Mit der Sicherheitsflasche hier, mit dem, wo die, ich wollte schon sagen, Brennpaste drin ist, aber es ist ja eben für den Tranquilla der Spiritus. Das passt richtig gut. So, hier ist das Ganze neu, nostalgisch. Nostalgisch schlecht. Nee, hat sogar funktioniert.
So, dann kann es schon fast losgehen. Ja, die Jets, die haben noch gar nicht gezündet richtig. Fehlt noch ein bisschen was, aber wird dann gleich losgehen. Doch, jetzt haben sie gezündet. Ich liebe dieses Setup einfach, weil das so vom Platz einfach unglaublich ist. Man könnte ja hier noch ein bisschen abspannen dann. Aber es ist schon richtig genial. Windgeschützt, dadurch ist viel wärmer hier drin. Also immer wieder begeistert. Ja, das waren schon tolle Zeiten damals. Da gab es den Michael Monti noch, grüß dich. Und ja, so viele andere Sachen. Und wie gesagt, eben die ganzen Geschichten von Benjamin Klausner und so. Das war schon immer sehr cool. Und auch die Ausrüstung, ja, man hat halt echt geschaut. Da sind wir in Second-Hand-Läden gegangen, in Army-Shops und so weiter, in alten. Dann hat halt eine Bauhose. Ja, machen viele heute noch. Ich hab immer noch meine Arbeitshose draußen gerne im Winter da mal an, die ist ein bisschen dicker vom Stoff. Ja, dieses Zeugs halt früher und viel Miltech eben, Miltech auch genannt. Ja, der erste Poncho, den ich mal hatte, der ist mir schon längst kaputt, da habe ich immer diese Nieten neu machen müssen. Das hat mich dann irgendwann mal genervt. Die sind immer wieder abgegangen. Das ist halt so dieser klassische Miltech-Ruf, dass alles kaputt geht, aber der Miltech Assault Pack mit der Molle, der Rucksack damals, den habe ich heute noch. Der ist immer noch tipptopp. Da fehlt sich gar nichts. Reißverschlüsse und alles geht noch. Da habe ich auch andere Geschichten damals gehört. War recht lustig. Der Michael Monti zum Beispiel hat erzählt, hat den aufgesetzt, vollgepackt und dann ist schon mal der Gurt gerissen. Tag gelaufen. So ist das, ja. Kann alles passieren. Naja, irgendwie nervt mich das Geknister gerade hier ein bisschen. So. Ah, ich habe noch eine Semmel. Einfach richtig lecker heute. Schmeckt. Ja, also wie gesagt, die Zeiten damals, die waren einfach ganz anders. Und ich fand es cool. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, diese Unterziehjacken von der Bundeswehr noch gehabt, da hast du entweder geschwitzt oder gefroren wie ein Schwein. Also meistens erst geschwitzt und dann gefroren. Die habe ich immer noch im Schrank, aber ich nehme die eigentlich überhaupt nicht mehr her. Ich nehme jetzt immer dieses Level, das ist Level 2 hier für den Winter. Kannst du Level 1 noch drunter ziehen und bis Level 7 hoch. Das gefällt mir schon um einiges besser. Und es ist jetzt gerade angenehm, es ist nicht zu warm und auch nicht zu kalt. Das ist von der US Army hier, gibt es auch beim Ranger. Ja. Für ein Appel und ein Ei, ich nehme an, das ist sogar, das war glaube ich eine alte Version noch, es gibt eine neue, die habe ich auch, aber heute habe ich die alte an, die wollte ich auch mal ausprobieren auf längere Zeit, ist richtig bequem, ja genau, tja, und schwer war das Zeug damals, Elefantenhaut zum Unterlegen und alles so diese, ja, Bundeswehrunterlage, die BW, Faltmatte hatte ich immer dabei, habe sogar ein paar Mal drauf geschlafen. Aber die ist schmerzfrei war die Nacht dann nicht. Und das Basha British Army Shelter Sheet, das habe ich damals, glaube ich, für 10 Euro irgendwo bei eBay gebraucht gekriegt. Aber es ist original verpackt mit Sack. Und heute ist es teurer, glaube ich. Keine Ahnung. 10 Euro, Wüstentarn, war mir egal. Ich habe mir gedacht, ist Wüstentarn oder nicht, was soll's. Scheißegal. Hauptsache irgendein Tarp. Liegt leider auch ausgesondert bei mir momentan, weil ich das Zeug einfach nicht mehr schleppen will. So mit Michael Monti. War ja damals auch auf Tour und der hat mir schon viel beigebracht. Also ich muss sagen, da konnte man schon richtig viel lernen.
auch so was Knotenkunde betrifft und sowas, war immer interessant. Da habe ich viel mitgenommen. Beim Sepp Waldhandwerk, das war ein bisschen später, habe ich auch viel mitgenommen. Richtig gut. Kann man viel lernen. Schade ist halt, dass zum Beispiel der Michi gar nichts mehr macht an Videos. War auch sehr lustig damals, da habe ich in der Hängematte übernachtet, in so einer billigen. Natürlich, ich habe mir damals auch immer gedacht, musste ich das teure sein, da geht noch das günstigere. Ja, ging auch, aber wie halt dann? Da habe ich übernachtet da. Am weißen Regen war das in der Nähe vom Aber, vom Großen. Sind wir extra noch ewig weit runtergelatscht ins Nicht-Naturschutzgebiet, damit wir auch ein Feuerchen mit der Buschbox machen konnten. Und das war recht lustig, also verlinke ich auch nochmal das Video hier. Das war recht lustig, weil die Hängematte, die hat nachgegeben und ich lag ja da wie eine Banane drin. Und irgendwann morgens saß ich dann komplett mit dem Hintern auf dem kalten Boden auf. Und das habe ich mir gedacht, echt beim Aufwachen, oh, was ist denn da so kalt? Ja, ich hatte noch so eine aufblasbare Isomatte drin. Eine Thermarest von 1992 oder 94 irgendwann. Oder später, keine Ahnung, 96, ist wurscht. Wir haben damals gekauft und mittlerweile ist die auch kaputt. Auf jeden Fall lag ich da eben sauber mit dem Arsch auf dem Boden. Und das war dann mal so richtig kalt irgendwie auf einmal. In der Hängematte. Herr Michi, dass er aufgewacht hat, sich kaputt gelacht. Richtig cool. Was wäre das Ganze draußen sein ohne einen schönen Schluck Kaffee? Oder wie der Carlos immer schon gesagt hat, Käffchen. Ist ja auch schon ewig dabei, früher als ich sogar. Und immer noch ist sich treu geblieben. Auf jeden Fall richtig klasse. Grüß dich, Carlos. Ja, es waren schon, damals hatte ich nur den Tatonka Muk zum Kochen. Da war die Chinasuppe drin, der Kaffee drin, eigentlich alles. Und was anderes hatte ich nicht. Und ich habe gar nicht dran gedacht, irgendwie was anderes. Doch, ich hatte noch eine Emailletasse. Klar, die habe ich heute noch. Cowboy-Tassen. Sehr geil. Und beides ist halt fürs Feuer optimal. Also wenn du mit dem Hobo kochst oder so draußen oder mit dem Hobo deinen Kaffee heiß machen willst, das ist natürlich top. Titan habe ich jetzt und nehme es nicht so gerne auf Feuer her. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Dafür ist es halt sau leicht, gell? Alten Tagen, was ich schon immer hatte und ewig habe, ist diese Fiskars-Axt. Die ist immer noch in Ordnung. Die habe ich mir im Baumarkt damals geholt und habe viel damit angestellt, muss ich sagen. Also nach wie vor finde ich die ganz gut. Ist halt klein, ist eine Camping-Axt. Also man kann da natürlich jetzt nicht erwarten, dass man einen großen Baum mitfällen kann oder so. Aber sie tut so für ein kleines Lagerfeuer, für ein Hobo und so auf jeden Fall den Zweck. So kann man es aushalten, Leute. Prost. Richtig genial. So, Leute, ich mache mir noch ein Käffchen und es ist richtig kühl geworden. Deswegen habe ich den Zweckmann jetzt auch angezogen. Dafür habe ich ihn ja mit. Und leider, blöderweise, geht mein Akku hier auch zu Neige. Und die anderen, die ich dabei habe, die drei, sind auch schon platt. Habe ich vergessen aufzuladen. Genau. Deswegen bedanke ich mich hier an dieser Stelle fürs Reinschauen. Fürs dabei sein und wir sehen uns dann hier draußen in der Natur wieder auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus. Ciao.